Hey, oh, hallo und herzlich willkommen zurück mal wieder bei Harvest Moon Magical Melody. Ja, die letzte Folge kam irgendwann im August. Ich weiß auf jeden Fall, das letzte Video, was ich rausgehauen habe, war am 22. oder 23. August. Das war eine Minecraft-Folge 374, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich häufig genug auf meinem Kanal gesehen, wenn ich den mal aufgerufen habe und mir gedacht habe, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass das letzte Video kam. Ist euch sicher gar nicht aufgefallen, dass keine Videos kamen. Ihr habt da sicher gar nicht drauf geachtet. Naja, teilweise ist es bestimmt so, aber für die, die drauf gewartet haben, tut es mir extrem leid, dass es jetzt so unheimlich lange gedauert hat, bis mal wieder was Neues kam. Oder bin momentan halt einfach irgendwie neben mir. Also ich stehe neben mir, ich bin nicht irgendwie Herr meiner Sinne oder wie auch immer ich jetzt das ausdrücken möchte. Mir geht es auf jeden Fall nicht sonderlich gut. Und ich war gestern, nee, am 10. war ich das letzte, war ich seit Ewigkeiten wieder am Computer. Das heißt, ganzen September über war ich nicht am Computer und davor war ich nicht am Computer. Einfach weil, ich weiß nicht. Ich saß dann unten immer am Laptop und habe mir dann gedacht, möchtest du vielleicht heute mal aufnehmen? Dann habe ich, dann war es Abend und dann war die Stimmung wieder komplett weg. Und naja, heute ist es eigentlich, dass ich halbwegs wach bin. Ich bin sogar ganz gut aufgelegt und da dachte ich, nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen was auf. Schaden kann es ja nicht. Und dann habt ihr endlich wieder mal Folgen. Es tut mir so leid, aber ihr wisst ja, ich bin da. Ich und meine Problemchen oder meine Problemchen und ich, man nennt sich ja selbst immer zuletzt, hat man ja in der Grundschule eingetrichtert bekommen und immer wieder auch. Naja, Verzeihung, dass ich mich so räuspern muss, aber ich muss mich erstmal wieder an dieses dauerhafte Reden gewöhnen. Das ist ein bisschen ungewohnt, wenn ich ehrlich bin. Das ist nämlich, das braucht ein bisschen Übung, weil sonst muss man die ganze Zeit einatmen, ausatmen und zwischendurch mal mega Luft holen. Und ich sollte jetzt eigentlich auch mal anfangen. Ich weiß nur gerade nicht, welches Fest heute ist. Natürlich das Jahresende, darauf hätte ich auch kommen können. 30. Dezember, also 30. Winter. Hier gibt es ja keinen Dezember, sondern nur Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Naja, also Jahresende. Zeit zum Nachdenken über das letzte Jahr. Kurz angemerkt sei, ich habe auch noch mit den Audioeinstellungen mal ein bisschen was rumprobiert, weil in der Zeit, in der ich dann nichts aufgenommen und nichts hochgeladen habe, habe ich dann mir mal so alte Folgen überflogen und dann ist mir aufgefallen, irgendwie bist du mit der Audioqualität nicht so ganz zufrieden. Habe ich da jetzt ein paar Tage mal rumprobiert. Seit dem 10. bin ich da am Rumprobieren eigentlich schon länger und war dann heute bei dieser Einstellung stehen geblieben und ich hoffe, sie ist ganz in Ordnung. Sie klingt ein bisschen fahl auf meinen Ohren, jedenfalls auf Kopfhörern klingt sie ein bisschen fahl. Bei Boxen klingt sie präsenter. Das fand ich ein bisschen seltsam. Das finde ich an sich immer seltsam. Ich weiß nicht, ob meine Kopfhörer zu wenig Bass haben oder meine Boxen einfach zu viel Bass haben, weil es ist immer so, naja, okay. Ja, genug davon. Lass mich raten, genau, die Erntewichtel. Die sind so süß, die Kleinen. Guten Morgen, heute ist der letzte Tag dieses Jahres. Es ist schön, das Morgenrot des Neujahrstages als Paar zu erleben. Ich gebe deinem Schatz heimlich den Einladungsbrief. Gelegentlich Verabredungen sind wunderbar. Ja, das stimmt. Ach ja, Maria, habe ich ja jetzt Ewigkeit nicht mehr gesehen. Man hat die Wahl, ob man sie nicht einlädt. Das wäre aber ziemlich herzlos, oder? Natürlich laden wir sie ein. Gut, dass ich mich nicht verdrückt habe. Ich bin anfällig für sowas, dass ich aus Versehen dann den Control-Stick nach oben haue oder so. Ich lade also deinen Schatz zum Rendezvous am Platz ein. Du musst gehen, bevor es zu spät ist. Mache ich auf jeden Fall. Ich habe hier heute nicht viel zu tun. Es ist gut, viel Spaß zu haben. Du darfst es nicht vergessen. Ich werde auf jeden Fall dran denken, hoffe ich. Aber zur Not, dann lade ich halt einfach. Ich habe nämlich die Macht des Ladens. Wäre eigentlich in echt so wirklich cool. Jetzt stehe ich wieder im Haus. Die teleportieren mich immer rein. Nicht wundern, Kia und Zero habe ich eben schon hochgehoben, als ich den kleinen Audiotest gemacht habe, ob von der Lautstärke her alles passt. Das wollte ich dann natürlich überprüft haben, ehe ich da anfange, bevor hinterher das Spiel viel zu laut ist oder ich viel zu laut bin. Ich musste den Emulator dann nochmal 10% runterregeln und ich denke, jetzt ist von der Lautstärke her ganz okay.
Was ja Gott sei Dank mittlerweile nach Ewigkeiten rumprobieren so ist, ist, dass in der Aufnahme alles so laut ist, wie ich es auf dem Kopf höre. Das heißt, außer Minecraft der Player, FUBA 2000, den verstehe ich nicht. Die Musik ist auf meinem Ohren manchmal tierisch laut und dann ist sie in der Aufnahme ganz leise. Und manchmal ist sie auf meinen Ohren tierisch leise und dann ist sie in der Aufnahme tierisch laut. Und das, also irgendwie ist das nicht ganz koscher, was da mit dem Ding vor sich geht. Ich frage mich, wer das erfunden hat, dass das so freundlich zu mir ist. Aber das haben wohl auch andere schon das Problem gehabt. Genauso wie die Shuffle-Funktion oder so oder die Mix-Funktion da, die immer das Gleiche spielt, weswegen ich einfach eine zufällige Reihenfolge der Lieder jetzt auswähle und die Lieder dann einfach nacheinander durchlaufen lasse, weil sie dann mehr gemixt sind, als wenn ich diese Shuffle-Funktion aktiviere. Genauso bei Apple, diese Apple-Shuffle-Funktion. Ich habe auf meinem Handy ziemlich viele Anime-Opening. Man merkt vielleicht, ich habe ein bisschen Erzählbedarf. Ich habe auf meinem Handy ganz viele Anime-Openings und von Clannad und Angel Beats und sonst was alles Lieder. Das sind über 350 Lieder und es kommen immer gefühlt die gleichen 50 dran. Und das ist immer sehr seltsam, aber naja. Verzeiht, dass ich mich manchmal räusper. Irgendwie ist das immer noch mit dem Hals so ein bisschen komisch. Ich frage mich auch, warum das so ist. So, du bist toll gelaunt, Manu. Snowcloud ist auch toll gelaunt. Ihr seid alle toll gelaunt. Das freut mich. Snowcloud hat immer noch keine Wolle. Das heißt, ich brauche die Schermaschine auch gerade noch gar nicht. Soll ich heute dann eigentlich noch irgendwie was machen? Zum Beispiel mit Dahlia rumreiten? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal Manu melken. Das klingt immer noch falsch, aber... Und das Geräusch ist, was ist das für eine Milch? Wie store ich nochmal Milch? B, okay. So, ha. Gut, dass es angezeigt wird. Gute Milch. Manu gibt schon gute Milch. Haben wir überhaupt genügend Herzen bei? Ihm, ihr. 200 pro Milch, das ist gar nicht mal schlecht. Aber, irgendwie... Feldfrüchte sind immer noch lukrativer. Hier habe ich noch Kartoffeleintopf. Ich muss mal kurz im Inventar gucken. Also im Menü, meine ich. Wie es da aussieht bei unseren Tieren. Manu habe ich schon drei Herzen. Ich habe schon drei Herzen bei Manu. Ich habe schon 9 Herzen bei Snowcloud. Also wenn das bei Harvest Moon DS so schnell gegangen wäre, ne, dann hätte ich die Tiere nie verkauft. Dahlia fehlt nur noch ein Stern. Dann ist sie quasi voll High-End. High-Level Endgame. Überflieger-mäßig. Wisst schon. So, Zero hat schon 5 Herzen, Kia hat schon 4 Herzen. Und Fodder haben wir noch 136. Ich frage mich immer noch, heißt das wirklich im Englischen Fodder? Stray heißt doch Heu oder nicht, oder? Ich würde es eher so nennen, aber Fodder? Naja, Birdfeed. Lambe haben wir natürlich 0. Können wir dann heute eigentlich was machen? 47 zu 53, das ist ja mal gar kein schlechter Stand. Ranch-Versand hat sie mehr und Hof-Versand hat sie mehr. Sonstige Versand hat sie auch mehr. Warum hat sie bei allem mehr? Ich war in der Mine. Sie kann doch nicht so viel in der Mine gemacht haben und dann noch auf dem Hof und dann noch in der Ranch. Woher hat die ganze Ausdauer? Mensch, verstehe einer diese Jamie. Die hat doch sicher ein Prestige-Hack drin. Ist gar keine Frage. Ist auf jeden Fall so. Ach ja, Maria hat 10 Herzen. Das freut mich. Das ist mir wichtig. So, 41 Notern. Mit 50 hat man, glaube ich, die Erntegöttin freigeschaltet, wenn ich mich nicht täusche. Da muss ich da mal um... ich habe ja den Stall schon ausgebaut. Der Stall ist echt riesig, also ich bitte dich. Von außen ist der so winzig und hier ist das einfach so ein halbes Fußballfeld. Und er schießt ins Tor, Tor, Tor. So, ich glaube, ich mache aber heute dann nicht mehr. Wusste ich doch, welche Taste es war. Und zwar war es die 1 oder die 2. Ich speichere mal kurz vorher. Nur damit ich, falls es noch nicht klappt und ich dann später hinkommen will und es dann verpeile. Das muss ich auch noch wieder ausmachen. Dass ich dann nicht das Event verpasst habe. Und dass ich will Maria natürlich nicht enttäuschen. So, 30. Winter. Dann ist ja in dieser Folge wahrscheinlich noch wieder Frühling. Das ist unfassbar. Und tatsächlich, ich habe im Winter angefangen mit dem Let's Play.
Und jetzt ist wieder fast Winter. Also ich habe quasi ein Jahr gebraucht, um in-game diese 30, 60, 90, 120 Tage rumzubringen. Das ist echt unfassbar. Also ich bin echt total unverantwortlich. Wie sagt man das? Ich bin echt unzuverlässig, genau. Unverantwortlich ist was völlig anderes. Wortfindung ist auch sowas Schönes. Naja, so, hier Sternhügel. Dann gehe ich da mal hin. Nee, am Platz sollen wir uns treffen, ne? Oder? Ja, am Platz sollen wir uns treffen. Na gut. Aber war schön, mal hier zu sein, bei den beschneiten Bäumen, die eine super Auflösung haben. Hier, guck mal, die Bäume sind eigentlich ganz gut. Okay, jetzt auch nicht so, aber höher als die da. Das sind ja einfach nur 2D-Objekte. Seltsam. Naja, aber ist ja auch ein Wii-Spiel, ne? Und man darf nicht vergessen, ich rendere das Ganze hier quasi dann auf UHD hoch, also das Spiel. Dafür ist es nicht gemacht. Das ist ein 480p Wii-Spiel. Das ist, ja, nicht darauf ausgelegt. Unbedingt. Aber ich muss trotzdem sagen, es macht eigentlich immer noch eine ganz gute Figur. Es kann mit einigen anderen Spielen mithalten von der Grafik her, die momentan modern sind. Wobei, ja, Spiel nicht nach der Grafik abtun schon, aber ich finde, ich spiele halt Spiele mit guter Grafik sehr gerne, weil irgendwie ist da so ein Wow-Effekt. Und wenn dann noch gute Story dazu kommt, dann ist einfach Spielerlebnis Grande Perfekte, keine Ahnung, wie das heißt. Naja, auf jeden Fall. Erstmal zum Platz gehen. Und schon ist dunkel. In meinem Zimmer ist es auch gerade schweinedunkel. Ich muss mir eigentlich mal ein Licht anmachen, aber dann kommen irgendwelche Viecher rein. Bald ist wieder Winter, das heißt, da kommen dann keine Viecher mehr rein. Da hinten ist Maria nicht. Ach ja. Beine in den Bauch stehen. Ein bisschen. Sich so zu treffen macht Spaß. Los geht's! Auf jeden Fall. Du, di, du, di, du, di, du, da, di, du, di, du. Du, di, du, di, du, di, du, da, di, du, di, du. Du, di, du, di, du, di, du, du, di, du, di, du. Schauen, ob es ein anderes Event ist als das Sternfest. Ich glaube, es ist genau das gleiche Event, aber. Naja, was soll's. Es kommt ja auf die Zeit mit dem Partner drauf an. Nicht, dass Action passiert. Muss man ja auch sagen. Auch wenn es vom Spielerischen her... Ich will die Atmosphäre jetzt nicht kaputt machen, Entschuldigung. Dieses Jahr ist bald um. Ich brauche Zeit, um das alte Jahr zu überdenken. Was für ein göttliches Licht, geradezu heilig. In diesem Jahr muss ich mich auch anstrengen. Auf jeden Fall musst du dich erstmal um dich selbst und um das Kind kümmern, was wir bald haben werden. Das ist das Wichtigste. Ein Küsschen noch. Verliebt wie am ersten Tag, gucken sie. Das ist so süß. Und natürlich wieder im Gleichschritt nach Hause. Das darf man nicht vergessen, das ist wichtig. Ich mag die Musik im Hintergrund irgendwie. Die ist so ein bisschen peppig, aber auch so recht entspannt und irgendwie schön. Lucky! Ach nee, Lucky, sagt er immer, glaube ich. Ich bekam eine Musiknote. Note des Neujahrsmorgens. Note der Erinnerung daran, den ersten Sonnenaufgang des Jahres mit einem lieben Menschen gesehen zu haben. Das ist schön, das freut mich. Spring erster. Aber pass auf, wenn ich mich jetzt schlafen lege, dann ist gleich, Achso, ihre Haare sind wieder im Bett verschwunden. Wenn ich mich jetzt schlafen lege, dann ist in einer Stunde, ist, Dingens, der Schnee weg. Pass auf, ich kann zaubern. Ich mache mal eben den Heizlüfter an. Und jetzt ins Bett gehen. Und dann am nächsten Morgen, da muss ich mich wieder ums Feld kümmern. Unfassbar. Ach, ich konnte mir heute eh nichts kaufen, das ist ja super. Hätte ich mal im letzten Frühling was kaufen sollen. Neujahrsfest, Knospenplatz. Muss ich auf jeden Fall hin.
Darf ich nicht vergessen. Aber Hacke habe ich schon draußen, sehr gut. Sichel lasse ich einfach mal. Brauche ich ja nicht, oder? Habe ich hier noch was? Rüben. Rüben will ich jetzt nicht unbedingt ansehen. Im Herbst ist auch nicht das, was ich brauche. Dünger. Ach ja, stimmt. Dünger brauche ich ja auch, um Boden fruchtbarer zu machen. Das vergesse ich auch ganz gerne. Ich habe ja ein paar Felder hier, die noch nicht ganz hundertprozentig fruchtbar sind. Das dann zwar ein 9er Dünger auf einen 1er Feld anzuwenden ist, mag vielleicht verschwenderisch klingen, aber ach, wie schön. Ach, lange nicht mehr hier. So schön. Wo habe ich angebaut? Ich glaube, ich habe hier dran angebaut, ne? Hier konnte man das da dann wegnehmen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe an der Seite links angebaut, ne? Ja, sieht so aus. Okay, dann hole ich einmal den Dünger raus. Und ihr seht dann, das hier ist schon der beste Boden. Wenn man den Dünger hier drauf anwendet, bringt das nichts, sondern der andere Boden wird nur hier durch verbessert dann. Naja, ich hau mal eben diese Sachen hier klein, damit die mich nicht stören. Wow, ich habe 12 Gold im Boden gefunden. Da muss man gleich meinen gesamten Geldstand von 131.000 anzeigen, weil das so einen enormen Unterschied macht. Aber ich habe einen Brief im Briefkasten, das freut mich. Den muss ich erstmal natürlich... Ach, das ist jetzt so viel farbenfroher hier mit dem Filter. Wir hatten ja sonst nur das hier. Jetzt so. Okay, im Frühling... Ich glaube, ich muss den Filter dann nochmal ein bisschen anpassen. Im Frühling ist der doch arg aggressiv. Aber gefällt mir ehrlich gesagt lieber. Das ist eher so ein Nintendo-Spiel als das hier. Naja, ich glaube, ich muss den noch anpassen. Er ist ein bisschen zu aggressiv. Frühlingsgrüße. Ich habe neue Frühlingsgrüße. Ich habe neue Bücher in der Bibliothek. Ich warte auf deinen Besuch. Maria in der Knospenbibliothek. Ja, sie wohnt zwar auch bei mir zu Hause, hätte sie mir so sagen können, aber so geht's natürlich auch. Das ist gar keine Frage. Das ist gar keine Frage. So, dann erstmal zu den Tieren. Ach, ist das schön hier. Und alles so grün und alles so pink und alles so überhaupt in irgendwelchen strahlenden Farben. Dann ab hier rein zu den Hühnern. Hallo. Oh, zwei gute Eier. Von Flora und von... Ich habe vergessen, wer an zweiter Position ist. Ich weiß nur noch, dass Flora an erster Position ist. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Bedauerlicherweise. Da muss ich eben meinen Hals wieder zur Besinnung rufen, weil mein Hals wieder sagen wollte, miau, miau, miau. Dann habe ich gesagt, miau, miau, miau. Ach ja, Virumia ist ja am zweiten Platz. So. Dann mal schauen, wer am dritten Platz ist. Aber das erkenne ich jetzt wahrscheinlich. Nee. Oder? Mo kann sein, aber vielleicht ist auch Moon. Ja, Moon ist das vierte Huhn, oder? Ich meine ja. Ich bin mir gerade nicht mal sicher. Es ist schon sehr lange her. Ja, tatsächlich Moon. Boah. Hätte ich das nicht mehr gewusst, das wäre aber eigentlich peinlich gewesen, ne? Vier Namen sich merken, das ist jetzt eigentlich nicht so die Höchstform. Aber es ging doch. Ja, es ging. Haha, ich habe es hingekriegt. Ach ja, hier ist ja unser Traubenbaum oder was auch immer das für ein Baum ist. Ich wünsche, man hätte hier ein Zaunmaterial, was nicht gleich kaputt gehen würde. Wie das Holz hier. Weil ich würde mir tierisch gerne einen Zaun machen, damit ich die Tiere auch mal nach draußen auf die Weide lassen kann. Das Problem ist, ich muss dann jedes Jahr das verdammte Gras neu anpflanzen und ich muss den Zaun ständig erneuern, weil das ständig kaputt geht. Das nervt mich hier so ein bisschen, ehrlich gesagt. Da bin ich ein bisschen unzufrieden mit. Aber es soll einen nicht weiter stören. Ich muss mich immer noch manchmal räuspern, Verzeihung. So, Manu nochmal auch streicheln. Dali haben wir ja eben gerade vor ein paar Sekunden gestreichelt. Und dann Snowcloud noch. So, hervorragend. So, dann einmal die Melkdrüse. Ich erzähle hier wieder irgendwelche Begriffe. Man merkt, es ist spät. Okay, so spät eigentlich gar nicht. 21.30 Uhr oder so. Das klingt ganz seltsam. Das ist aber nur normale Milch, ne? Ja, das ist nur normale Milch. Warum heute nur normale Milch und keine gute Milch? Die Milch ist ein bisschen... Liegt das am Filter? Nee, liegt nicht am Filter.
mal. Das ist ja eine ganz andere Beleuchtung. Seltsam. Naja, erstmal rein hier. Zack. Okay, dann würde ich mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen dieser Folge bedanken. Pünktlich um 20 Minuten natürlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es kommen dann wieder regelmäßiger Folgen. Ich hoffe es wirklich, wirklich, wirklich. Weil, ja, das ist echt... Ich will aufnehmen. Ich mag das total, die Community-Interaktion mit euch. Das Quatschen, während man spielt, aber die Laune macht einem manchmal echt so einen Strich durch die Rechnung und das ist echt so ärgerlich immer. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Warten auf jeden Fall auch. Ein paar sind natürlich abgesprungen von den Abonnenten, das hat man gemerkt in den Statistiken, aber so, das ist selbstverständlich, dass sowas passiert. Naja, bis denne. Tschüss.